there. How about you? Amelie, bist du auf der Suche nach Bertha? Hier ist sie. Nein. Wonach suchst du dann in dem Häuschen? Früher gab es hier einen Eingang zu einem geheimen Raum. Zu einem geheimen Raum? Was für ein Blödsinn. Früher gab es hier einen geheimen Raum. Alice, Kitty und ich haben hier immer rumgehangen. Oh, du musst keine Geschichten erzählen. Willst du mir einen Streich spielen? Glaubst du mir nicht? Frag unsere Abonnenten oder schau dir das Video an. Nun ja, ich glaube unseren Abonnenten. Nun, Amelie, hast du ihn gefunden? Nein. Du? Überhaupt keine Spur. Alice hat ihn wahrscheinlich doch mit Beton gefüllt. Alice hat versprochen, dass sie es nicht tun wird, wenn das Video 10.000 Likes bekommt. Hat es 10.000 Likes bekommen? Ja, sogar mehr. Gut gemacht, Leute. Der Raum ist also definitiv intakt. Oh, das ist aber schade. Ich war nicht einmal beim Zuschauen eingeladen. Es hätte ein geheimer Raum sein sollen. Später erfuhren alle davon. Gibt es noch einen anderen Eingang zum geheimen Raum? Richtig, denk dran. Alice hat uns den Plan gezeigt. Ja, wo ist sie? Ich weiß es nicht. Wir müssen Alice fragen. Alice ist in der Hütte ihrer Großmutter. Dort gibt es nur sehr schlechten Empfang. Kitty, lässt du mich anrufen? Danke. Hallo, Alice? Ich höre nichts. Alice, wo ist der Grundriss unseres Hauses? Was ist los? Ja, der Empfang ist schrecklich. Ich kann nichts hören. Dann werden wir selbst nach diesem Grundriss suchen. Los geht's. Und wie soll der aussehen? Ein normales A4-Blatt mit einem Grundriss. Alice versteckt die Dinge immer so, dass du sie nicht finden kannst. Mädels, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ist er das? Ja, das ist er. Warte. Der geheime Raum war beim letzten Mal an einem anderen Ort. Bist du sicher? Vielleicht ist es ein anderer Plan. Schauen wir es uns an. Richtig ist, dann sollte der Raum hier irgendwo sein. Aber hier gibt es nichts. Vielleicht gibt es hier eine Art Keller. Definitiv nicht. Beim letzten Mal wurde der geheime Raum durch einen Geheimgang in der Kabine erreicht. Es muss also einen weiteren geheimen Eingang geben. Lass uns weitersuchen. Mädels, die Tür kann überall sein. Ach was, wir haben auch ohne sie gelebt. Du verstehst das nicht, es gab so viele coole Sachen dort. Vielleicht wird der Raum eines Tages gefunden. Hier steht etwas geschrieben. Epert. Was ist das für ein Wort? Vielleicht was mit Drehen und Treppe. Ich glaube, es hat etwas mit dem Geheimraum zu tun. Vielleicht sind es zwei Wörter. Drehen und Treppe. Kurz gesagt, zwei Worte. Vielleicht ist das der Name von etwas und wir müssen ihn finden, damit sie die Tür öffnet. Richtig, ich werde mal googeln, was das ist. Es wurden keine Treffer gefunden. Vielleicht ist es eine seltene Sache. Es gibt sogar Informationen über seltene Dinge. Oder macht sich Alice wieder vielleicht über uns lustig? Moment, wer hat einen Stift? Hast du etwas davon verstanden? Es ist ein Rätsel. Richtig, es war notwendig, die Buchstaben neu anzuordnen. Gut gemacht, Amelie. Wir müssen unter der Treppe nachsehen. Lass uns nachsehen, ob es einen Eingang unter der Treppe gibt. Ich habe hier schon alles durchsucht. Hier gibt es keinen Eingang. Ja, es scheint keine Tür zu geben. Früher gab es hier einen Eingang, aber jetzt ist er weg. Das ist also ein altes Rätsel und jetzt ist es nicht mehr relevant. Wir haben nur unsere Zeit verschwendet. Wartet einen Moment. Ist das eine Karte? Sieht nach einem weiteren Hinweis aus. Jetzt werden wir auf jeden Fall ein Zimmer finden. Ich weiß, wo das ist. Das ist unser Pavillon.
Ist das wohl unser Zimmer? Nein, schau, das ist ein Pavillon und das ist ein Geheimraum. Das sind zwei verschiedene Räume. Es liegt also noch ein Hinweis vor uns. Sucht hier. Hier sollte es einen Eingang oder einen Hinweis geben. Keine versteckten Türen. Vielleicht gibt es hier einen geheimen Knopf. Du drückst ihn und eine geheime Tür öffnet sich? Ja, ich habe das schon in Spielen gesehen. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ist das ein Knopf? Nein, nur ein Stück Papier. Zeig es uns. Hier. Dies ist ein QR-Code. Lass ihn uns scannen. Was ist das für ein Link? Ist es eine Art von Bild? Ich kenne diesen Ort. Das ist unser Park. Soll das heißen, der geheime Raum ist im Park? Das ist Blödsinn. Wir müssen dieses Rätsel lösen. Los geht's. Ja, Luna, lass uns gehen. Je schneller wir gehen, desto eher finden wir den geheimen Raum. Ich glaube, es ist hier irgendwo. Schaut, ich habe den Schlüssel zum Geheimraum gefunden. Oder einfach einen Schlüssel, der nichts öffnet. Nicht umsonst hat uns der Hinweis hierher geführt. Vielleicht spielt Alice uns nur einen Streich. Richtig. Sie wusste, dass wir dieses Zimmer suchen würden und beschloss, sich über uns lustig zu machen. Wahrscheinlich beobachtet sie uns gerade mit versteckten Kameras und lacht. Hey, Alice, ich weiß, dass du mich sehen kannst. Bitte sehr, bitte sehr. Hast du es gesehen, Alice? Kitty, beruhige dich. Hier gibt es noch eine weitere Anmerkung. Amelie, das ist genug. Lass uns nach Hause gehen. Aber Mädchen. Wirklich, wir vergeuden unsere Zeit. Ach komm schon, wir sind schon auf dem halben Weg zum Geheimraum. Wie kannst du das wissen? Vielleicht gibt es noch 100 weitere Rätsel. Aber jetzt haben wir den Schlüssel. Ich werde dorthin gehen. Du machst, was du willst und ich gehe nach Hause. Ich auch. Nun, das ist in Ordnung. Ich werde selbst nach dem Raum suchen. Ist es eine Art Aufgabe? Ich werde versuchen, es zu googeln. Sehe, das sind die Koordinaten auf der Karte. Und das ist unsere Schule. Ich werde dorthin gehen. Alice hat beschlossen, sich über uns lustig zu machen. Ich hätte auch fast an dieses Geheimzimmer geglaubt. Übrigens, wo ist Amelie? Ich weiß es nicht. Sie blieb im Park und ist noch nicht nach Hause gekommen. Oder hätten wir sie vielleicht nicht alleine lassen sollen? Schon gut, sie ist nicht klein, sie schafft das auch ohne uns. Sie ist so naiv, dass sie immer noch hofft, den Raum zu finden. Ja, und Alice schaut in die Kameras und lacht. Die arme Amelie. Wovon sprichst du? Ich spiele nur. Mädels, ich habe einen neuen Hinweis gefunden und ich habe das Gefühl, dass wir bald den geheimen Raum finden werden. Oder wir verschwenden unsere Zeit. Um das folgende Rätsel zu lösen, muss ich eine Aufgabe lösen. Könnt ihr mir helfen? Und warum diese Aufgabe lösen? Der nächste Hinweis befindet sich in diesem Koffer und der Code kann nur durch das Lösen dieser Aufgabe gefunden werden. Oh, das ist eine schwierige Aufgabe. Sie ist sehr schwer zu lösen. Luna, hilf mir. Ich kann diese Aufgabe nicht lösen. Das haben wir in der Schule noch nicht gemacht. Nein, Amelie. Luna und ich haben beschlossen, dass wir uns da nicht mehr einmischen werden. Bitte, ich schaffe es nicht allein. Wir glauben nicht an den geheimen Raum, also lass uns da raus. Mädels, habt ihr kein Interesse? Nein. Also gut, wenn ihr kein Interesse habt, werde ich den geheimen Raum alleine finden und euch nicht hineinlassen. Und wenn sie wirklich den Raum findet? Oh, Kitty, es gibt keinen geheimen Raum. Entspann dich und spiel. Also, jetzt brauche ich dieses Theorem. Auf diese Weise werde ich es nächstes Jahr lösen. Was soll ich tun? Da die Mädchen mir nicht helfen wollen, werde ich meine Mathelehrerin bitten, mir zu helfen. Ich werde ihr schreiben. Wir verstehen uns gut. Ich denke, sie wird mir helfen. Lass uns Alice anrufen und ihr sagen, dass sie aufhören soll, Amelie zu schikanieren. Klar. Es gibt keinen Empfang.
Du hast gesagt, sie hat uns durch die Kameras beobachtet. Ja, sie hat überall versteckte Kameras. Aber ich sehe keine. Deshalb sind sie ja auch versteckt. Warum schreibst du nicht einen Zettel und hältst ihn ihr vor die Kamera? Richtig, du bist ein Genie. Alice, wir wissen alles. Wenn es hier Kameras gibt, wird sie es bestimmt sehen. Ja. Oh, die Lehrerin hat geantwortet. 348. Schauen wir es uns an. Ich werde einen Kuchen für sie kaufen müssen. Der Faden des Schicksals wird dich zum Ziel führen. Was bedeutet das? Sie hat kein Wort gesagt. Sie ist zu 100% beleidigt. Nun, lass sie laufen. Sie ist auf der Suche nach Gott, wer weiß was. Sie wünschen ihr alles Gute, aber sie schmollt. Der Hinweis sagt, dass ich den Faden finden muss. Und woher kommt das? Vielleicht ist dies der Faden des Schicksals. Mal sehen, wohin er führt. Frage mich, ob das der Weg zum Raum ist oder noch nicht. Befindet sich der Eingang zum geheimen Raum im Wandschrank? Was bedeutet das? Ein weiteres Rätsel? Oh, davon bekomme ich Kopfschmerzen. Schwer, alles selbst zu machen und die Mädchen helfen überhaupt nicht. Was kann das bedeuten? Schon wieder so ein Symbol. Hier ist ein Hinweis. Sie rennt wieder hin und her. Das ist ein erbärmlicher Anblick. Sie will bald merken, dass Alice sie an der Nase herumführt. Fünf Schritte nach vorne, um in den geheimen Raum einzutauchen. Und vergiss den Schlüssel nicht. Halt ihn in deiner Hand. Ich habe den Schlüssel. Ich werde endlich in den geheimen Raum kommen. 1, 2, 3, 4. Das muss ein Irrtum sein. Da vorne ist nur der Pool. Mach 5 Schritte nach vorne, um in den geheimen Raum einzutauchen. Und vergiss den Schlüssel nicht. Halt ihn in deiner Hand. Tauche in den geheimen Raum ein. Der geheime Raum ist also unter Wasser. Schlau, ich werde ihn jetzt finden. Strohsack, wie bin ich hierher gekommen? Warum bin ich trocken? Ich bin einfach ins Wasser gesprungen. Was für ein Wunder! Glückwunsch, du hast alle Rätsel gelöst und den magischen Raum gefunden. Ich frage mich, was daran magisch ist. Es sieht normal aus. Ich war so müde, als ich diesen Raum gesucht habe. Ich wünschte, ich hätte jetzt etwas Kaltes zu trinken. Was war das? Das Wasser erschien aus dem Nichts. Mmh, wie lecker. Ich hoffe, ich werde nicht vergiftet. Und sie haben mir nicht geglaubt. Sollte ich zeigen, dass ich recht hatte? Ist Amelie immer noch nicht zurück? Nein, sie vergeudet immer noch ihre Zeit. Es ist so heiß draußen. Lass sie draußen braten, wenn sie so dumm ist. Wir werden das kühle Wetter hier genießen. Ach ja? Ich habe es mir anders überlegt, mit dem Geheimraum zu zeigen. Sollen sie doch unter ihrer Klimaanlage frieren.
Hast du die Klimaanlage eingeschaltet? Ich habe nichts angemacht. Ich hörte, wie sie ein Geräusch machte. Ich auch. Vielleicht hat sie sich automatisch umgeschaltet. Vielleicht. Oh, es wird kalt. Du hast den kältesten Modus eingeschaltet. Ich habe dir gesagt, dass ich nichts angemacht habe. Sie kann sich nicht selbst einschalten. Dann schaltete Amelie sie ein. Aber Amelie ist nicht hier. Lass uns nicht streiten, sondern schalte einfach die Klimaanlage aus. Sie lässt sich nicht abschalten. Es hat sich herausgestellt, dass sie kaputt gegangen ist. Wir müssen sie ausschalten, sonst frieren wir hier ein. Vielleicht schaltet sie sich später von selbst aus. Nun, lass uns warten. Es stellt sich heraus, dass das Zimmer alle meine Wünsche erfüllt. Was sollte ich mir noch wünschen? Oh, ich will einen Schokoriegel. Cool. Geht es nur mir so oder wird es hier bald schneien? Kann eine Klimaanlage so sehr abkühlen? Die Temperatur liegt hier bereits unter Null. Ich werde jetzt den Stecker ziehen. Sie geht immer noch. Ohne Strom geht sie nicht. Okay, schalte die Klimaanlage aus, bevor sie zu Eiszapfen werden. Puh, die Klimaanlage hat sich endlich ausgeschaltet. Irgendetwas ist hier nicht in Ordnung. Sollen wir es Amelie sagen? Lass uns nach ihr suchen. Wo könnte sie hingegangen sein? Vielleicht ist sie wieder im Park auf der Suche nach Hinweisen. Lass uns noch einmal um das Haus gehen und nach ihr suchen. Wenn sie mir geholfen hätten, würden sie jetzt bei mir sitzen und Leckereien essen. Amelie ist nicht hier, also lass uns sie anrufen. Richtig. Hallo? Amelie, wir haben hier ein Problem. Die Klimaanlage hat verrückt gespielt und wir sind fast eingefroren. Ich weiß. Woher weißt du das? Ich bin gerade in dem geheimen Raum. Du bist in dem geheimen Raum? Wie hast du ihn gefunden? Das ist ein Geheimnis. Da du mir nicht geholfen hast, ist es jetzt nur noch mein Zimmer. Hallo? Sie hat einfach aufgelegt. Wo ist dieser geheime Raum? Vergiss es gibt keinen geheimen Raum. Aber Amelie sagt es. Amelie will uns ärgern, weil wir ihr nicht geholfen haben. Nun ja, das macht Sinn. Aber woher weiß sie das von der Klimaanlage? Sie muss eine versteckte Kamera installiert haben. Komm, lass sie uns veräppeln. Lass uns ein paar Leckereien kaufen und essen. Und wir lassen sie zusehen. Sicher. Nun, ihr glaubt mir nicht. Und das müsst ihr auch nicht. Raum, kannst du bitte eine Nachricht für die Mädchen hinterlassen? Jetzt wird Amelie sehen, wie viele Leckereien wir haben und sie wird nicht Nein sagen. Sie wird sich definitiv nicht zurückhalten und schnell zu uns kommen. Grüße aus dem geheimen Raum. Oh, Amelie war hier. Grüße aus dem geheimen Raum? Ich kann das toppen. Grüße vom Mars. Amelie, schau mal, was wir haben. Deine Lieblingschips, Maisstangen, Schokoriegel. Komm raus und wir teilen alles. Das werde ich hier nicht. Raum, mach den Fernseher an. Hast du ihn eingeschaltet? Nein, es sieht so aus, als würde die Technik wieder verrückt spielen. Jetzt weiß ich es, dass es Amelie ist. Aber die Fernbedienung ist hier. Es gibt eine Anwendung auf dem Telefon, die Fernbedienung nachahmt. Das habe ich nicht gewusst. Eines Tages ging meine Fernbedienung kaputt und die App hat mir geholfen. Ich will, dass alle Sachen der Mädchen bei mir landen. Ja, Kitty, diese Chips sind mein Favorit. Danke. Amelie, du musst es nicht einmal versuchen. Du kannst uns nicht täuschen. Du kommst besser raus. Lass uns spielen, ein Picknick machen. Wo hast du das Essen gelassen? Es lag tatsächlich auf dem Tisch. Und wo ist es hin? Es war Amelie, die sie nahm. Was für ein schneller kleiner Popel. Ich habe gar nicht bemerkt, wie sie sich ins Zimmer geschlichen hat. Wir müssen sie finden und ihr alles wegnehmen. Ja, Amelie, du hast uns wütend gemacht. Wir werden nicht mit dir teilen. Sie sind so dumm. Ich bin es, die das nicht mit euch teilen will. Du kontrollierst also das Erdgeschoss und ich dann den zweiten Stock. Okay. Amelie, ich weiß, dass du hier bist. Du kannst dich nicht vor mir verstecken.
Aha! Es ist okay, du kannst dich nicht lange verstecken. Ja, Kitty, du solltest besser nach ihr suchen. Und wie geht es Luna? Amelie, bring die Leckereien zurück. Amelie, wir werden dich trotzdem finden. Von Amelie gibt es keine Spur. Der zweite Stock ist ebenfalls leer. Sie versteckt sich nur zu gut. Ich kenne alle Verstecke in diesem Haus. Ist schon gut, lass sie in ihrem Versteck sitzen. Früher oder später wird sie schon wieder auftauchen. Uff. Lass uns Amelie vergessen und das Spiel beenden. Okay. So leicht werdet ihr mich nicht los. Zimmer, stell das Wasser in der Küche an. Wer hat das Wasser aufgedreht? Wieder Amelie? Wie ist sie an uns vorbeigekommen? Wir waren so sehr in das Spiel vertieft, dass wir sie nicht bemerkt haben. Wir müssen wahrscheinlich aufmerksamer sein. Ich möchte das Spiel der Mädchen haben. Danke, Raum. Das war's, Amelie. Du kannst uns nichts mehr vormachen. Amelie hat uns bereits das Spiel gestohlen. Sie hat uns wieder getäuscht. Lass uns ins Schlafzimmer gehen. Dort wird sie bestimmt nicht an uns vorbeikommen. Okay, los geht's. Schließ die Tür hinter dir. Puh, jetzt können wir uns entspannen. Amelie wird nicht auftauchen. Oh, schau, es ist ihr Tablet. Oh, schauen wir uns ihre Korrespondenz an. Klar, ich meine, ich tue es nur ungern, aber da sie uns gemobbt hat, hat sie es verdient. Oh, ihr Schlangen, ich werde euch eine harte Zeit bereiten. Wer ist das? Das ist der Typ aus dem Englischunterricht. Er schrieb ihr eine SMS. Komm schon, klick drauf. Zimmer, ich möchte, dass die Handys von Kitty und Luna in meinem Besitz sind. Mal sehen, was die Mädchen hier haben. Zeig uns ein paar Bilder. Amelie, du kommst besser raus, sonst finden wir all deine Geheimnisse heraus. Raum, stell sicher, dass die Mädchen mich hören können. Mädels, legt euch besser nicht mit mir an. Wirklich? Und was wird passieren? Ich kann mir auch eure Korrespondenz ansehen. Das kannst du nicht. Ich habe mein Telefon immer bei mir. Wirklich? Woher weiß ich dann von dem Foto in der Hütte? Nur nicht das Foto in der Hütte. Wo ist mein Handy? Wie hast du es gestohlen, Amelie? Ich werde dich jetzt finden. Kitty, du behältst nie den Überblick über deine Dinge, also sind sie leicht zu stehlen. Ich schaue nach, was auf Lunas Handy ist. Wie hast du das gemacht? Wo? Amelie, du bist definitiv am Arsch. Viel Glück bei der Suche. Du glaubst immer noch nicht an den geheimen Raum? Ich bin mehr daran interessiert, wie sie mein Telefon genommen hat. Entschuldigen wir uns bei Amelie. Wofür? Wir haben nichts getan. Aber es gibt den geheimen Raum. Das ist bisher noch nicht bewiesen worden. Okay, ich gebe die Telefone an die Mädchen zurück. Ich bin nicht wie sie. Ist es das, wonach ihr sucht? Amelie, gestehe. Wo bist du gewesen? Im geheimen Raum. Wo ist er? Erst muss ich euch entschuldigen. Amelie, es tut mir leid. Denk nicht mal dran. Wir haben nichts falsch gemacht. Wir müssen uns nicht entschuldigen. Du bist diejenige, die uns die ganze Zeit bestohlen hat. Erst die Süßigkeiten, dann die Spiele. Ihr habt es nicht verdient, im Geheimraum zu sein, weil ich alle Aufgaben gelöst habe. Das ist nicht wahr. Wir haben auch geholfen. Nur am Anfang. Da war es noch einfach. Oh, Kitty, vergiss diesen Raum. Ich bin mir ganz sicher, dass es dort nichts Interessantes gibt. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Wenn ihr euch nicht entschuldigen wollt, gehe ich jetzt. Auf Wiedersehen. Luna, interessiert es dich wirklich nicht, was in diesem Raum ist? Keine Sorge, wir werden den Raum sehen. Lass uns einfach ein Auge auf Amelie werfen. Wie konnte ich nur nicht daran denken? Los geht's! Es stellt sich heraus, dass der Raum draußen ist? Ja, beeil dich, sonst verlieren wir sie noch. Sie geht nicht in den Raum. Sie sprang in den Pool. Sie hat beschlossen, schwimmen zu gehen? Es muss ja heiß in diesem Raum sein. Das werden wir bald herausfinden. Sie wird aus dem Pool steigen und definitiv in den Raum gehen. Findest du es nicht seltsam, dass sie noch nicht aufgetaucht ist? Amelie kann ihren Atem lange anhalten. Ich mache mir Sorgen. Amelie, ich werde dich retten! Was ist das?
Amelie ist nicht hier. Das kann nicht sein. Sie sprang vor meinen Augen ins Wasser. Vielleicht ist sie irgendwo hineingesogen worden. Natürlich nicht. Wir haben einen sicheren Pool. Wo ist Amelie hin? Ich mache mir Sorgen. Sie muss uns getäuscht haben. Aber wie? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Sie hat mich also beobachtet. Ich hoffe, Sie haben es nicht verstanden. Die arme Amelie, was ist mit ihr passiert? Ich bin sicher, dass es ihr gut geht. Ich kann das nicht mehr. Amelie, wenn du mich hören kannst, bitte vergib mir. Endlich, ich vergebe dir, Kitty. Puh, es ist gut, dass es dir gut geht. Okay, Amelie, es tut mir leid. Ich habe mich geirrt und ich gebe zu, dass es einen geheimen Raum gibt. Toll, dann kann ich dich jetzt zu mir einladen. Juhu, hurra, wohin sollen wir gehen? Woher kommt das? Ich erkläre es dir später. Geh jetzt zum Pool. Nimm den Schlüssel und spring ins Wasser. Und wie kann das funktionieren? Ich erkläre dir alles an Ort und Stelle. Nun, sollen wir gehen? Ja. Bist du bereit? Ja, klar. Los geht's. 1, 2, 3. Heiliger Strohsack, wie sind wir hierher gekommen? Und warum sind wir trocken? Wir waren im Wasser. Willkommen im magischen Geheimraum. Ich bin schockiert. Wie ist das möglich? Willst du damit sagen, dass dieser Raum magisch ist? Ja, er erfüllt Wünsche. Wirklich? Jede Art von Wünschen? Schau, Raum, schenk dem Mädchen bitte etwas Wasser ein. Cool. Und welche Wünsche kann er noch erfüllen? Wahrscheinlich jeden. Schauen wir es uns an. Raum, ich will ein neues iPhone. Wow, es funktioniert. Ich will auch. Raum, ich will ein Goldarmband. Cool. Mädels, werdet nicht übermütig. Bist du verrückt? So eine Chance? Raum, ich will eine Dior-Palette. Heilige Mutter. Und ich will eine Gucci-Tasche. Oh. Und ich will eine Million Dollar. Ah, was ist denn hier los? Ah, das spielt keine Rolle, ich will eine weitere Million Dollar. Ah, Mädels, hört auf. Nein, ich will eine 50 Karat Diamantring. 50 Karat Diamantring. Und ich will ein Auto. Das verstehe ich nicht. Wir waren doch gerade erst in dem Raum. Ich glaube, wir wurden da rausgeschmissen. Okay, ich habe einen Schlüssel. Ich werde es jetzt noch einmal versuchen. Okay. Wo sind meine Diamanten und Millionen? Und meine? Sie blieben im Raum. Ich muss dorthin zurückgehen. Es scheint mir, dass die ganze Magie des Raumes aufgrund eurer Wünsche ausgelöscht wurde. Und jetzt ist der Raum weg. Wir müssen die Magie wieder zurückbringen. Und wie sollen wir das anstellen? Hast du Magie? Ich weiß es nicht. Ich weiß, was funktionieren wird. Likes. Das ist richtig, Likes. Das ist die positive Energie, die die Leute uns geben. Und sie ist nicht schlechter als Magie. Leute, liked das Video und helft uns, den magischen Raum zurückzubekommen. Und abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Tschüss, tschüss zusammen.